Takeda engagiert sich für Patienten mit seltenen Erkrankungen und bietet medizinischen Einrichtungen einen kostenlosen Diagnostikservice an. Die drei seltenen Erkrankungen Morbus Gaucher, Morbus Fabry und Morbus Hunter variieren stark in ihren Symptomen. Deshalb erfolgen die Diagnose und die Behandlung häufig erst sehr spät. Das Trockenblutkartentestset ermöglicht eine einfache und frühzeitige Diagnosesicherung und kann leicht in den Praxisalltag integriert werden. Wie wende ich das Trockenblutkartentestset an? Klären Sie über Zweck und mögliche Konsequenzen auf. Dokumentieren Sie das Einverständnis des Patienten. Tragen Sie die Patientendaten und Ihre Kontaktinformationen ein. Für die Durchführung des Tests nehmen Sie am besten venöses EDTA-Vollblut ab. Kapillarblut aus der Fingerkuppe kann als Alternative dienen. Tragen Sie jeweils einen Tropfen Blut auf, ohne die Oberfläche der Trockenblutkarte zu berühren. Füllen Sie so 10 Kreise vollständig aus. Legen Sie die Trockenblutkarten ohne Abdeckung einzeln nebeneinander oder stellen Sie diese in einen Ständer. Bewahren Sie die Trockenblutkarten bei Raumtemperatur auf und lassen Sie diese 2 Stunden trocknen. Versenden Sie die Trockenblutkarte und die entsprechende Einwilligungserklärung im voradressierten Rückumschlag. Innerhalb von 3 Wochen erhalten Sie per E-Mail die Information, dass der Bericht vorliegt. Überweisen Sie den Patienten bei positivem Testergebnis an das nächste Kompetenzzentrum. Die Diagnose muss dort bestätigt werden. Bei Fragen zur Diagnostik und für weitere Informationen zu seltenen Erkrankungen können Sie sich einfach an den für Sie zuständigen Takeda-Außendienstmitarbeiter wenden oder eine E-Mail schicken an lsd.de@takeda.com.